Herzlich willkommen, liebe Skyrim-Freunde, liebe Enderal-Freunde, ich bin der Zapp. Ja, wir sind hier wieder, hier mit... Guten Abend. Ja, schönen guten Tag. Mit diesem Gerät sind wir geflogen. Ich zeige euch das. Wir sind mit dem Myraden genau nach hier geflogen. Wir wollen aber in den Sonnentempel. Ja, das wollen wir. Und deswegen markiere ich den Ort jetzt. So, dann wissen wir nämlich, wo wir hinwollen. Und jetzt gehen wir ein bisschen hier spazieren und ja, es ist immer noch dunkel. Ich hoffe, das macht euch nichts. Ja, nichts. Ich laufe hier nur blöd rum. So, wo muss ich hin? In welche Richtung ist denn überhaupt? Da! Ja, auch schön. Oh, kann ich hier... Aber hier komme ich... Hier ist ja der Wasserfall. Da komme ich nicht lang. Ja, guten Abend. Ja, guten Abend. So. Wir müssen nämlich Bericht erstatten. Da, guck mal. Da kommen wir rein. Wir müssen Bericht erstatten, was wir so alles herausgefunden haben. Guten Abend. Ja, guten Abend. So, jetzt gehen wir erstmal zum Marktplatz. Dann gucken wir mal, was da los ist. Wir können auf dem Marktplatz mal eben ein paar Sachen verkaufen. Sollen wir das eben machen, wenn wir schon mal hier sind? Können wir machen. Jetzt haben wir erstmal hier wieder den tollen Ladebildschirm. Nordwindgebirge. Da waren wir auch noch nicht, oder? Das ist, glaube ich, hier die falsche Zeit, um auf dem Marktplatz zu stöbern. Kann das sein? Ich kann nur über Tag was verkaufen. Geht weiter! Ja, ich gehe auch weiter. Wo muss ich lang? Warte. Meine Meinung will ja dahinter. Ja gut, dann warten wir halt, bis Tag ist. Ich kann es nicht ändern. So, Kasernenviertel. Dann, ja, ist es halt so. Ich kann es nicht ändern. So, dann gehen wir jetzt durchs Kasernenviertel. In den Sonnentempel. So hoffe ich es, dass das so funktioniert. Und dann berichten wir. Und nach dem Bericht hatte ich mir gedacht, wenn das irgendwie geht, mal gucken, wie die Story so weitergeht, müssen wir auch mal wieder eine Nebenquest machen, oder? Wir wollen ja noch mal ein bisschen... Wir haben noch einen Kopfgeldauftrag, glaube ich. Guten Tag. Ja. Sind wir hier auf dem Friedhof? Hm, ist ja lustig. Arbeit. Ups. Arbeit. Komm, wir gehen mal da hoch. Arbeit. Ja, die Arbeit. Da müssen wir lang. Seht ihr? Bitte geht weiter. Ja, ich gehe weiter. Ah, Kaserne entdeckt. Yeah. Was man hier alles entdeckt. Guck. Vielleicht habe ich noch... Bestimmt habe ich noch nicht alle Viertel von Ark entdeckt. Ja? Bestimmt habe ich noch nicht alles von Ark entdeckt. Warte, ich gehe mal gucken. Wo bin ich jetzt? Aha. Weltkarte. Hier bin ich jetzt. Aha. Auch schön. Ich will aber da oben hin. Glaube ich. Warte, ich gehe mal eben ins Tagebuch. Zeige euch das. Hier Konstantin von den Geschehnissen berichten. Was ich so mit Lishari alles so erlebt habe. Dass ich hier die komischen, ne? Die sie so hintergangen habe. Die habe ich alle. Tja, wie komme ich hier wieder raus? Ist die Frage. Warum muss ich hier wieder raus? Also hier bin ich hereingekommen. Und hier ist nichts dergleichen. Komm, dann gehen wir mal hier runter. Irgendwo war doch hier ein Weg. Ja, die üben da. Ist ganz toll. War hier nicht ein Weg, wo ich hier weiter... Wo ist schon? Ja, hier aber nicht. So. Da ist irgendeiner müde. Und irgendwie ist es falsch hier. Warte, ich gehe mal meine Fackel holen.
Ich habe mittlerweile 3 Fackeln. Jetzt sehe ich hier mehr. So. Hier kam ich runter, oder? So, ich guck mal eben. Geht's hier weiter? Nee. Geht's hier weiter? Nee. Wer wird hier auf? Ja. Warum fragst du? Lass die in Ruhe. So. Ja, natürlich. Schreit wohl. Ja, schreitet selber wohl. So. Wo war das denn jetzt hier? Mensch, wo muss ich denn hier durch? Irgendeine Tür muss mir doch jetzt anzeigen, wo ich hier weiterkomme. Ja, die zum Beispiel. Siehst du? Man muss nur lange genug blöd rumlaufen. Dann geht's schon. Tada! Und du? Da lang? Glaube ich ja nicht. Doch, doch, hier. Hier lang. Hier lang ist richtig. Hier war ich mit Dingens, ne? Ihr wisst schon. Mit dem war ich hier auch. So. Und jetzt steht da nämlich die blöde Wache. Die lassen wir aber links stehen und rechts stehen. Marschieren hier geradewegs in den Sonnentempel. Mal gucken, was der komische Kauz uns so zu berichten hat. Wenn wir ihm alles erzählen. Wir müssen ihm jetzt nicht alles erzählen, oder? Das passiert alles im Hintergrund. Ah, da bist du ja. Magister Milam sucht nach dir. Milam, warum das? Nee, da mein. Weiß ich nicht genau. Die meinen den. So, jetzt habe ich aber lange genug hier Ladebildschirme durchgesäppt, oder? Ja, das ist ja gefühlt schon der 18. nach der Landung mit dem Myraden. Ich habe im Übrigen immer noch keine Mod, die die Grafik beeinflusst, installiert. Aber das wollte ich mal machen, habe schon mal davon erzählt, oder? Obwohl das hier, warte, ich stecke mal die Fackel weg. Fackel weg. So. Obwohl das auch so... Du hier? Ich dachte, du wärst in der Stadt. Nein, der Erzmagister hat mich zurückbeordert. Tut gut, wieder hier zu sein, wenn ich ehrlich sein soll. Die Begräbnisse, ja, darauf hätte ich verzichten können. Das glaube ich dir. Was erzählt ihr denn hier alle? Ich kann das immer noch nicht glauben. Bruder Jero, er war doch so ein guter Mensch. Ja, Bruder Jero. Ich vermute, das ist dem roten Wahnsinn einerlei. Ja, das glaube ich auch. Der rote Wahnsinn macht vor keinem Halt. Wo ist er? Da hinten. Was ist das wichtig? Hier. Ja, der hat sie aber auch versteckt. So, warte, ich mach mal Licht an, weil sonst sehen wir nichts. Der ist aber auch hier im Halbdunkeln, oder? Das mache ich jetzt nur wegen euch, damit ihr auch ein bisschen was, ne? Konstantin! Na, wenn das mal nicht unser Wunderkind ist. Ja, ich bin's. Lishari hat das Ritual an mir vollzogen. Es gab Schwierigkeiten mit Raschengrad. Wo heißt der, ne? Altraschengrad. Naja, okay. Gut. Ja, auf jeden Fall gab es Schwierigkeiten mit dem. Ich weiß. Sie hat mir schon alles erzählt. Gute Arbeit. Auch wenn mir ein Teil ihres Berichts ein wenig überschwänglich erscheint. Aber gut. Das soll der alte Arantial beurteilen. Er will euch nämlich ohnehin sprechen, weil ihr sein Interesse geweckt habt. Ach. Also ich bin mir nicht sicher, ob ich ja weiter in das Ganze verwoben werden will. Also was ist denn hier los überhaupt, ja? Woran ja auch da immer forscht. Also ich glaube nicht. Ich will damit, glaube ich, nichts zu tun haben, ne? Ach ja? Dann hört mir mal zu. Was euch Lushi vielleicht nicht erzählt hat, ist, dass das Bändigungsritual für sie genauso gefährlich war wie für euch. In anderen Worten, sie... Und damit wir haben für eure Heilung eine Menge riskiert. Und dazu kommt, dass sie euch wohl wirklich irgendwie für besonders hält. Weiß der Henker, warum aber sie tot ist.
Also, habt zumindest den Anstand und hört euch an, was Arantheal euch zu sagen hat. Ihr ist im Emporium des Tempels. Sagt der Wache einfach, wie ihr seid, und er wird euch hineinlassen. Ach ja, und bevor ich es vergesse, Madame hat euch etwas als Dankeschön hinterlassen. Ihr sollt selbst wählen. Es gibt ein Buch, eine alte Karte oder einen Beutel Groschen. Was davon wollt ihr? Also erstmal, flaum mich nicht so an. Ja, ich hab nur gesagt, vielleicht ist das alles gefährlich. So, und jetzt lass mal gucken, was die ist. Die Karte, Groschen. Aber was ist auf der Karte? Da können doch viele tolle Sachen drauf sein. Oder das Buch. Ja? Komm, ich nehme die Karte. Gut. Dann mal hopp. Wir sprechen uns später. Wie dann mal hopp? Das war alles. Flaumst mich hier an und schickst mich wieder weg. Zum Großmeister Arantheal. Du bist mir ja vielleicht... Du bist mir ja vielleicht einer... Dann hau ich jetzt wieder ab. So. Wo ist denn der Typ? Da unten irgendwo, oder? Ey, lass mich mal hier durch. Ich hab's eilig. Ich hab's total eilig. Ich muss hier raus. So, raus wieder aus dem, zum Sonnentempel. Wieder ein Ladebalken. Wie kann's auch anders sein? Diesmal mit einem schönen schwarzen Bildschirm. Ja, und jetzt geht's weiter. So, ich speichere mal lieber, bevor hier wieder irgendwas passiert. Ja, komm hier, speichern. Fertig. Ah, da bist du ja. So. Magister Milam sitzt da. Wo muss ich jetzt hin? Milam, warum das? Da, in die Richtung? Weiß ich nicht genau. Aha. Wer seid ihr? Ihr gehört hier nicht her. Ich gehe mal in diese Richtung. Mal gucken, was ich hier auf der Karte entdecke. L. So, da muss ich hin. Aha. Und wo bin ich? Ich bin hier. Ja, ist doch toll. Ist doch toll. Dann gehe ich jetzt hier hoch. Dumm, dumm, dumm. Dann muss ich da hinten irgendwo hin, oder? Sieht irgendwie nicht so aus. Oder ist er da unten? Wo geht's hier überhaupt hin? Und ich möchte trotzdem mal gucken, wo es hier hingeht. Wer seid ihr? Ihr gehört hier nicht hin. Was machst du denn da? Das ist irgendwie was zum Gucken hier, oder? Das ist so ein Ausguck, ist das hier. Aha. Ja, sehr schön. Gut. Ausguck hin oder her. Schreitet wohl. Ja, schreitet selber wohl. Dann ist der Typ hier drin halt. Da ist der drin. Dann ist der halt hier drin. Kann er sein. Mal wieder laden. Haben wir ja heute fast kaum gemacht. So. Wo bist du, Typ? Bist du oben? Da ist der. Ich guck mich mal eben hier um. Unserer besten Männer übers Meer zu schicken, ist Irrsinn. Wir müssen herausfinden, wer die Söldner geschickt hat. Daran führt kein Weg vorbei. Diese Pegast meinte, sie haben es auf den Siegelstein abgesehen. Und wenn es ihnen beim nächsten Mal gelingt, dann weiß der schwarze Wächter, wie wir den Zyklus noch aufhalten sollen. Den Zyklus. Wenn man dir zuhört, vergisst man glatt, dass dieser ganze Zirkus hier nur stattfindet, weil du und deine neremesischen Freunde schlechte Träume hatten. Die Bedrohung ist real. Streite es ab, so viel du willst. Aber tief in dir spürst du das genauso sehr wie ich. Selbst wenn das so wäre, ein Feldherr interessiert sich für Fakten, nicht für Gefühle. Diesen Fehler hast du schon einmal gemacht, Thealor, damals in Kyra. Und wir Natara, alle wissen... Die Mission findet statt. Es tut mir leid. Du hast Besuch. Genau. Ich bin nämlich da. Darf ich vorsprechen, bitte? Ihr seid also das Wunderkind, von dem alle sprechen. Interessant. Ich bin Thealor Arantheal, Sohn Lorios des Ersten und Großmeister des Ordens.
und es ist mir eine Ehre, euch kennenzulernen. Wie nennt ihr euch? Ich bin Zaperia, ne? Ihr wolltet mich sehen? Ja. Und ich werde gleich zum Punkt kommen. Oh. Ihr seid hier, weil ich glaube, dass ihr besonders seid. Und weil die Menschheit vor einer Bedrohung steht, bei deren Bekämpfung ihr unverzichtbar seid. Ihr meint den roten Wahnsinn, oder? Unter anderem, ja. Ich muss euch nicht erklären, dass die Lage auf Vin derzeit chaotisch ist. Die Kriege, die lebenden Toten, gewöhnliche Menschen, die plötzlich den Verstand verlieren, um all das Offensichtlichste zu nennen. Was kaum jemand aber weiß, ist, dass etwas diese Ereignisse verbindet. Ihr aber habt dieses Etwas gesehen, genau wie ich. Die Visionen. Dann heißt das, ihr wisst, was sie zu bedeuten haben? Was hier passiert? Ja, und ich werde euch alles erklären, was es ist, wer wir sind und eure Rolle in all dem. Kommt, gehen wir hinaus. Vielleicht wisst ihr bereits, wer ich bin. Ich stand mein Leben lang im Dienst der Götter, die bis vor ihrem Tod vor 2 Jahren Vin beherrschten. Was ihr aber wohl nicht wisst, ist, dass derjenige, der ihren Tod wesentlich mit zu verantworten hat, mein Sohn ist. Narazul Arantheal. Er hasste die Lichtgeborenen, weil sie seiner Meinung nach den Menschen ihr Recht auf Freiheit raubten, und deshalb wollte er sie stürzen. Er fand Anhänger, scharte eine Armee um sich und erklärte ihnen, und damit auch mir als Diener der Lichtgeborenen, den Krieg. Das Ganze gipfelte vor jetzt 30 Jahren in einer Schlacht, die Narazul gewann. Er tötete jeden Überlebenden, bis auf mich, und sperrte mich in ein Verlies auf Nerim. Warum genau er das tat, weiß ich bis heute nicht. Aber ihr habt euch aus der Gefangenschaft befreit. Wenn Nathul oder wie der auch immer heißt, euer Sohn war, woher kam der Hass auf die Götter? Es gab Umstände, die diese Entwicklung begünstigt haben, sagen wir es so. Aber das ist eine lange Geschichte und keine, die wir hier und jetzt besprechen werden. Wenn sogar der Orden der Götter den Tod der Lichtgeborenen anerkennt, wieso wissen so viele Leute nicht davon? Gerade hier. Weil Stabilität momentan das höchste Gut ist, vor allem in Anbetracht dessen, was uns bevorsteht. Auf Kile oder Kyra haben die Herrscher den Fehler gemacht und den Tod der Götter anerkannt. Und die Bürgerkriege dort haben gezeigt, was für ein Chaos eine solche Offenbarung mit sich bringt. Enderal ist die Wiege des Götterordens, der Inbegriff der Theokratie. Was passieren würde, wenn wir als Orden die Gerüchte bestätigen würden, wäre unerdenklich. Ich bin mir sicher, ihr versteht das. Was nach all dem hier kommt, ist offen. Aber für den Moment müssen wir alles in dieser Richtung dementieren. Ihr habt euch aus der Gefangenschaft befreit? Nach mehr als 30 Jahren, ja. Weil mit dem Tod der Götter auch die Magie des Kerkers verschwand. Und während meiner Flucht durch die Nordberge Nerims hatte ich sie auch das erste Mal. Die Träume. Ja, kenne ich. Warte, ich zünd mir meine Fackel an. Das ist hier doch alles recht dunkel. So. Weg ist er. Warte, ich komme hinterher. Er weiß also, was unsere Träume steuert. Oder was sie sind. Kann er mir auch sagen, warum das hier so lange lädt? Wenn er schon so viel weiß. Es lädt wirklich lange, ne? Gehen wir jetzt wieder raus zum Sonnentempel? Kann sein, oder? Ich glaube, das war der Ausgang zum Sonnentempel. Jetzt geht's weiter. Ich sah immer wieder dasselbe, dieses grelle, furchtbare Licht und hatte das Gefühl zu verbrennen. Und darüber, wie eine Art Schleier, lag das Wissen, dass uns etwas bevorsteht. Am Anfang tat ich das natürlich als Hirngespinste eines Verhungernden ab und konzentrierte mich darauf zu überleben, aber ich scheiterte. 2 Tage nach meinem Ausbruch war meine Kraft erschöpft und ich wäre gestorben, wenn mich nicht ein ehemaliger Gefolgsmann meines Sohnes gefunden hätte.
Warum lässt du mich eigentlich hier so blöd auf der Treppe stehen, hä? Ja, gut. Ein Gefolgsmann eures Sohnes? Hä? Wart ihr damit nicht Feinde? Hä? Waren wir, ja. Aber er erkannte mich nicht und brachte mich zu ihrem Stützpunkt. Ein altes Kloster in den Bergen. Die anderen wussten zwar, wer ich war, aber trotzdem töteten sie mich nicht. Warum auch immer. Vielleicht, weil ich als Feldherr der Lichtgeborenen in ihren Augen mit ihrem Tod ohnehin bedeutungslos geworden war. Ich weiß es nicht. Was aber selbst als ich mich erholte blieb, waren die Träume. Anfangs behielt ich es für mich, aber irgendwann begann ich an meinem Verstand zu zweifeln und erzählte ihrem obersten Magier Konstantin davon. Der sagte etwas, womit ich nie gerechnet hatte. Ich war nicht allein. Sowohl er selbst als auch viele andere magiebegabte Menschen auf Wien hatten dieselben Träume. Und je mehr wir uns über dieses Phänomen unterhielten, desto mehr bekamen wir eine Ahnung, die sich mittlerweile bewahrheitet hat. Also mal nebenbei, so zwischen uns, ja, du erzählst... Die Träume kommen von demselben Ort. Sie sind eine geteilte Erinnerung. Also erstmal laberst du ziemlich viel. Was ich nicht schlimm finde, ja, also das macht... Die Geschichte ist schon, ne, die hat schon was. Aber eine geteilte Erinnerung, ihr meint, sie kommen aus einer Art, was? Ein gemeinsamen Gedächtnis? Ein kollektives Unterbewusstsein, ja. Ich weiß, dass ihr es auch fühlt und anders als wir. Und genau wie ihr jetzt noch, wussten wir die Bilder damals nicht zu deuten. Weshalb wir uns auf die Suche nach Antworten machten, in den Überresten der Zivilisation, die vor der unseren existierte, die Pyräer. Und je mehr wir forschten, desto mehr begannen wir zu verstehen. Was habt ihr so herausgefunden? 3 Dinge. Erstens, es gab etliche Zivilisationen vor uns und vor den Pyräern, vielleicht Hunderte, vielleicht Tausende. Zweitens, die Geschichte jeder dieser Zivilisationen folgte einem Muster. Sie entstanden, sie erblühten und irgendwann auf dem Höhepunkt ihres Seins verschwanden sie einfach, spurlos. Und drittens, dieses Verschwinden steht uns bevor. Alles, was in den letzten Jahren passiert ist und immer noch passiert, ist das erste Anzeichen dafür. Wir sind Teil eines ewigen Kreislaufs, eines Zyklus. Und unserer nähert sich dem Ende. Dann verschwinden wir einfach. Also hunderte von Propheten. Hunderte Propheten haben das Ende der Welt vorhergesagt und nie ist es eingetreten. Ja? Das wollten ich und Narazuls Magier auch glauben. Lange Zeit. Aber irgendwann konnten wir die Augen nicht mehr verschließen. Wir begannen, die Geschichte der Pyräer ausführlicher zu studieren und die Parallelen waren erstaunlich. Auch das Pyräische Reich wurde früh in seiner Zeit von einer Katastrophe geteilt, so wie Wynn vom Sternenfall geteilt wurde. Und auch die Pyräer hatten eine herrschende Kaste, die sich nach dieser Katastrophe zu Göttern erklärten und lange Zeit herrschten, bis sie irgendwann gestürzt wurden. Und dann urplötzlich ein Schnitt. Die Pyräer hörten auf zu existieren. Sie wussten, dass es ihnen bevorstand, aber sie konnten es nicht abhalten. Die Pyräer nannten dieses Ereignis die Läuterung. Und wenn die Pyräer wussten, was ihnen drohte, warum haben sie dagegen nichts unternommen? Vielleicht haben sie zu spät davon erfahren. Oder vielleicht waren sie zu schwach. Wir wissen es nicht. Wie zum Henker kann eine ganze Zivilisation so einfach mir nichts, dir nichts verschwinden? Das ist die Frage, auf die wir die Antwort finden müssen. Es war kein gewaltsames Ende wie durch eine Naturkatastrophe oder eine magische Explosion. Zwar herrschte im Pyräischen Reich vor dem Untergang Krieg, aber als die Läuterung kam, war es, als wären alle Menschen plötzlich umgefallen und gestorben. Es ist gespenstisch. Tja. Dann stehen wir jetzt wahrscheinlich auch kurz vor der Läuterung, oder? Und wo komme ich jetzt hier ins Spiel? Woher kommen meine plötzlichen Kräfte? Die Visionen? Das ist der Punkt, warum wir eure Hilfe brauchen.
Es sind nicht nur bestimmte Etappen in der Geschichte, die sich in jedem Zyklus wiederholen. Es sind auch Persönlichkeiten. Persönlichkeiten wiederholen sich? Ja, die Piräer nannten sie Boten. Kurz bevor die Läuterung bevorsteht, erscheinen sie wie ein Naturgesetz. Eine Art Antwort auf den roten Wahnsinn. Ich bin einer davon, genau wie ihr. Und während ich die Rolle des Herrschers erfülle, fällt euch die Rolle der Prophetin zu. Ich soll ein Prophet sein? Es klingt skurril, ich weiß. Aber es ist die Wahrheit. Eure Geschichte deckt sich perfekt mit den Beschreibungen. Und warum soll ausgerechnet ich einer dieser Boten sein? Ich weiß es nicht. Der Magier Funkenschlag hat mir eure Geschichte erzählt. Und so tragisch euer Schicksal auch ist, anders als ich wart ihr vor eurer Wandlung unbedeutsam. Vielleicht kann es also jeden treffen. Vielleicht aber haben wir das Muster, nach dem die Boten gewählt werden, einfach noch nicht verstanden. Tja. Und all das, der Zyklus, diese Läuterung, sind der Grund dafür, dass euch Narazuls ehemalige Magier begleitet haben? Funkenschlag, Pegas und die anderen? Ja, ehemalige Feinde oder nicht. Beide Seiten haben das Ausmaß dessen begriffen, was uns droht. Und das magische Wissen Narazuls ehemaliger Magier ist immens. Genau wie die Manneskraft des Heiligen Ordens. Auch wenn nicht jeder der Hüter das so sieht. Narazul heißt ja. So, okay. Ja. Tja. Wenn ich eine Rolle spiele, ja, heißt das, irgendwas kontrolliert mich? Uns? Nein. Wie ich bereits sagte, die Boten erscheinen schlicht und einfach mit dem Anfang des Endes, wie Figuren auf dem Schachbrett. Was uns ausmacht, sind Fähigkeiten. Wie und für was wir sie einsetzen, ob wir scheitern oder siegen, das liegt bei uns. Aha, okay. Was bedeutet das denn jetzt nur für mich? Was macht diese Propheten aus? Zum einen eure Macht. Ihr tragt das Potenzial in euch, jede Fähigkeit in einem Bruchteil der Zeit zu meistern, die man gewöhnlicherweise benötigen würde. Das habt ihr selbst wohl schon bemerkt. Und ja. Zum anderen eure Fähigkeit, in die Vergangenheit zu blicken. Und damit in die Zukunft. Hä? In die Vergangenheit und damit in die Zukunft? Wie meint ihr das? Eure Visionen sind ein Fenster zur Vergangenheit. Und dadurch, dass jeder Zyklus durch dieselben Ereignisse geprägt ist, auch in die Zukunft. Ihr seht, was geschehen ist und damit, was wieder passieren wird. Diese Gabe macht euch für uns unverzichtbar. Und deshalb will ich eure Hilfe. Okay. Was hab ich davon, euch zu helfen? Wenn es Reichtum und Macht ist, was ihr sucht, dann sollt ihr es haben. Der Orden hat von beidem genug. Auch wenn mich diese Frage enttäuscht. Naja. Was lässt euch glauben, dass wir diesen Zyklus überwinden können, wenn hunderte Zivilisationen vor uns daran gescheitert sind? Das ist die falsche Frage. Die richtige ist, welche Alternative wir haben. Warten und sterben? Naja. Ja. Tja, was soll ich dazu sagen? Das kann ich nicht aus dem Bauch heraus entscheiden. Gebt mir Zeit. Nee. Na gut. Wenn ich irgendwie helfen kann, dann werde ich das tun. Natürlich helfen wir. Das wollte ich hören. Eines gibt es aber noch, bevor die eigentliche Arbeit beginnt. Ich will, dass ihr unserem Orden beitretet. Und damit ihr das könnt, müsst ihr eine Prüfung ablegen. Eurem Orden beitreten?
Ist es wirklich nötig? Ja, ganz egal, was ihr von unserer Geschichte haltet. Wir sind der einzige Bund, der die Kraft hat, dem Zyklus entgegenzustehen. Und wenn ihr Teil unserer Mission werden wollt, müsst ihr vollen Zugriff auf unser Wissen und unsere Ressourcen haben. Es wird schon so genügend Stimmen im Orden geben, die gegen euren Beitritt genauso revoltieren werden, wie gegen die Anwesenheit der nerimesischen Magier. Seht es also als Ehre oder Notwendigkeit. Es liegt bei euch. Okay. Was ist denn das für eine Prüfung? Es ist die Prüfung, die von den Novizen absolviert werden muss, wenn sie zum Hüter erhoben werden wollen. Nur die Besten der Klosterschule bekommen überhaupt eine Chance. Und obwohl ihr kein Noviziat durchlaufen habt, will ich, dass ihr an der Prüfung teilnehmt. Jetzt gerade sind zwei Novizen zum Ritualplatz unterwegs. Ich habe sie bereits von eurem Kommen unterrichtet. Ja, super, dass du schon mal vorher entschieden hast, dass ich an der Prüfung teilnehme, ne? Ja, und wer sind die anderen beiden Novizen? Ich kenne sie nur flüchtig, aber beide sind ungewöhnlich talentiert und haben hart für die Prüfung trainiert. Aber macht euch euer eigenes Bild. Ihr habt also bereits informiert. Woher wusstet ihr eigentlich, dass ich zusagen würde? Hä? Ein Gefühl. Belassen wir es dabei. Ihr habt mich doch manipuliert. Ja. Ja, egal. Wo finde ich die Gruppe? An der Grenze des Herzlandes, die zum Flüsterwald führt. Sie warten dort auf euch. Nehmt einfach den Myraden dorthin, sprecht mit Siegelmeister Bartar und gebt ihm dieses Päckchen. Und dann folgt seinen Anweisungen. Ah, und eines noch. Es ist selbstverständlich, aber behaltet euer Wissen um den Tod der Lichtgeborenen für euch. Nicht, dass ihr damit ernsthaft Schaden anrichten könntet, aber im schlimmsten Fall werden euch wegestreue Menschen für einen Heretiker halten. Wenn der Zyklus aufgehalten ist, werden wir beraten, wie wir damit umgehen. Ob und wann wir es den Menschen sagen. Aber jetzt nicht, das steht fest. Nun geht. Je eher wir diese Formalität erledigt haben, desto besser. Teil von etwas Bedeutsamem 1 beendet. Tada! Gestartet. Teil von etwas Bedeutsamem 2. Warum rempelst du mich um? Siegelführer Dingenskirchen treffen. Warum kniet ihr da? Warum kann ich jetzt gerade nicht gehen? So richtig schnell, wie ich will. Warte. So, jetzt kann ich wieder. Du willst nicht mit ihm reden. Okay, dann nicht. Es regnet. Es regnet. Schreitet wohl. Ja, schreitet selber wohl. Ich würde ja ganz gerne das Ganze am Tage... Dies ist heiliger Boden, Frank. Ja. Das Ganze am Tage ausrichten. Wisst ihr, ich will hier nicht mehr durch die Nacht marschieren, wie blöd. Kann ich nicht irgendwo pennen? Warum leuchtet diese Kiste so? Durchsuchen, sichere Truhe. Ihr habt eine sichere Truhe gefunden. Gegenstände, die ihr in sicheren Truhen ablegt, können nicht verloren gehen oder gestohlen werden. Ihr findet in jeder Siedlung an den Myradentürmen sichere Truhen. Alle Truhen teilen sich dasselbe Inventar. Aha. Im Moment. Ach ja, jetzt. Gut, also, das heißt doch, wenn ich hier in diese sichere Truhe was reinlege, kann ich das aus einer anderen sicheren Truhe an einer anderen Stelle wieder rausholen. Kenne ich irgendwoher? Woher kenne ich das, dieses Prinzip? Woher kenne ich das? Aber egal, pass auf. Wir machen mal Folgendes. Wir legen mal ein paar Pfeile ab. Und zwar die alten Pfeile, die kommen mal komplett hier rein. Der Dolch der Verzweiflung. Tja, was will ich denn damit? Den kann ich mal entzaubern. Ja. Aber das Schwert ist toll, das hat nämlich einen Schaden von 14.
das ist weg. Den Bogen nehmen wir mit. Das Messer kann auch kein Mensch gebrauchen. Die Spitzhacke nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Guck mal, das hat ein Gewicht von 8. Stab des Blitzes. Stab des Magielichts. Das ist schon toll. Stahlschwert. Will doch keiner. Will doch keiner. Will auch keiner. Eisenharnisch. Will auch keiner. Eisenschild auch nicht. Eisenschuhe auch nicht. Ich habe immer noch die komischen Klamotten an, oder? Die hässlichen. Die Lederhandschuhe. Die Schuhe. Die verschlissene Robe. Die ist aber... Die hat einen Rüstwert von 15. Soll ich die mal anziehen? Also die könnte ich jetzt mal ablegen. Die muss ich auch nicht mitschleppen. Das muss ich auch nicht mitschleppen. Auch nicht. Lederschuhe auch nicht. Auch nicht. Das finde ich schon spannend. Das finde ich auch toll. Und das finde ich auch toll. Dann bin ich total verzaubert mit meinen Klamotten, die ich anhabe. Das sind meine Tränke, die behalte ich. Das sind meine Rollen, die behalte ich. Das sind meine Klamotten, die ich essen kann, behalte ich. Das sind Sachen, die ich zum Zaubern brauche. Aber das kann ich hier mal alles ablegen, oder? Komm, das lege ich mal hier alles ab. Das sind alles Sachen, die brauche ich zum Zaubern. Und das wiegt ja alles was. Und wenn ich mal anfange zu zaubern, dann hole ich alles wieder. Irgendwann fange ich tatsächlich an zu zaubern. Ja, mache ich. Ablegen. Kann ich auch alles auf einmal ablegen? Keine Ahnung. Muss ich das hier nicht stundenlang... Ja, alles... Komm, ich lege das mal alles hier ab. Salz, ja natürlich, alles weg. Auch das, ich kann auch so Enter drücken. Warte, so. So, alles ablegen. So, abgelegt. Habe ich da ist die Schatzkarte, die muss ich mir nochmal angucken. Das Zauberbuch habe ich noch nicht gelesen, genauso wie das. Das ist mein Bankschließfach, da könnte ich auch mal wieder die Sachen rausholen. Und nach hier packen, das wäre mir vielleicht ein bisschen sicherer. Also die Bank, ich weiß nicht, ob ich der trauen soll. Ist da? Ich weiß nicht, ob ich der trauen soll. Was ich hier alles habe. Baupläne. Was kann ich mit den Bauplänen machen? Schwarzer Quarz. Bärenpelze. Grundumdum. Dietrich nehme ich mit, Einzelbauteile, Groschen nehme ich auch mal mit, Fackeln nehme ich mal, ja komm, die lasse ich hier. Feder, Fuchspelz, Meißel, das kann ich alles mal irgendwann verscherbeln. Seelensteine, Laterne, Weinflaschen, Nägel, Schere, Schädel. Tintenfass, Wolfspelz, Waffe. Tja, folglich haben wir alles abgelegt. An dieser sicheren Truhe, was ja toll ist. Okay. So, das ist meine sichere Truhe. Eigentlich würde ich jetzt ganz gerne nochmal in die Bank gehen. Und da einen anderen Kram holen und in eine sichere Truhe packen. Das wäre schon cool. Was ich aber nochmal machen möchte... Na komm. Manchmal braucht das ein bisschen, bis das geladen ist. Ich wollte mal hier auf die Schatzkarte gucken. Ark. Tempel. Und da drüber ist ein Kreuz. Guck mal, Ark, Tempel. Da drüber ist ein Kreuz. Da ist irgendwas... Warte mal, wir gucken mal.
auf die Karte. Lass mich mal eben... So, pass auf. Hier ist Ark. Ark. Kann ich damit was anfangen? Ark. Tempel. Das ist Ark. Tempel. Und darüber ist ein Kreuz. Hier ist irgendwo... Hier ist irgendwo was. Seht ihr das? Da. Da soll irgendwas sein. Da können wir ja mal auf die Schatzsuche gehen irgendwann. Da ist Ark, da ist der Tempel. Darüber ist hier irgendwo, soll da was sein. Sehr schön. Ich guck nochmal eben. Hallo? Jetzt geht's weiter. Achso, falsche Taste. Wieder falsche Taste. So. Ich guck nochmal eben auf die Schatzkarte. Da ist das, siehst du? Da drüber ist das Kreuz. So halb schräg. Ja, aber das finden wir irgendwann. Irgendwann gehen wir neu. So, jetzt lese ich mal eben hier Blitzheilung. Neuer Zauber erlernt. Blitzheilung. Und das ist Gleisner Funke Rang 2. Tada! Kann ich auch. Ja, meine Freunde. So. Gut, wir haben immer noch Nacht. Vielleicht gehe ich irgendwo mal pennen und warte auf den Tag. Aber bis dahin. Das machen wir alles in der nächsten Folge, wollte ich sagen. Ich setze mich mal hier hin. So. Na los, setz dich. So. Jetzt sitze ich hier. Jetzt sitze ich da. Seht ihr? Da sitze ich jetzt blöd rum. Gut, in der nächsten Folge, ich weiß noch nicht, was wir in der nächsten Folge machen. Vielleicht gehen wir mal zur Bank. Vielleicht mache ich auch mal eine Nebenquest. Vielleicht fliegen wir auch schon mit den Myraden zu unserer Prüfung. Ich habe keine Ahnung. Wir haben total viel zu tun. Machen wir alles in der nächsten Folge. Bis hierhin erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann, euer Zack.